Jawohl, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Subnautica. Und dann machen wir weiter an dieser Stelle. Tja, Leute, wir werden heute mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Ich denke mal, wir werden dazu mal mit unserer Seemotte ein bisschen rumschwimmen. Ich will mal aber mal gucken. Wir wollen ja dabei vielleicht auch was Sinnvolles machen, zum Beispiel Ressourcen sammeln. Und da will ich mal gucken, was wir hier vielleicht noch bräuchten, so im Endeffekt. Schweißgerät für Reparaturen wäre vielleicht nicht schlecht. Luftblase, Silikon, Blasenfisch, Tauchleine. Finde den Weg zurück, okay. Was gibt es denn hier noch alles? Taschenlampe, okay, Terraformer. Okay, was haben wir sonst noch? Einmal mal umschauen, was es hier so alles gibt an Möglichkeiten. Okay. Was haben wir hier? Maschinen. Konstruktor. Signalboje. Okay. Markiere eine Position. Das finde ich ja gut. Das sollten wir vielleicht machen. Da brauchen wir ein Kupferdraht dafür. Ansonsten, ja, gut. Kupfererz. Kupferdraht. So, da musste ich mal kurz niesen. Und ja, also wir müssen Kupfer vor allem finden und ansonsten ja auch alle anderen Erze, also eigentlich alles mitnehmen, was geht. Wie viel haben wir denn hier? Können wir noch irgendwas zurücklassen? Warte mal, wo ist denn unser? Lass mal einsteigen. Wo ist denn unser? Da. Wir fliegen mal kurz hier rüber. So. Mal kurz aussteigen und dann mal hier rein. So. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte an den Schrank hier ran. Na. Da. So, und da lassen wir mal noch allerhand Sachen hier, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt unterwegs brauchen. Können wir das per Rechtsklick? Nein, nicht fallen lassen. Aufheben. Ich dachte, man kann das vielleicht per Rechtsklick einfacher ja, rüber transferieren. Das lassen wir, wie gesagt, erstmal alles hier. Das können wir ja später wieder rausnehmen, wenn wir es dann brauchen. Titan. Wir lassen so viel wie möglich hier, würde ich sagen. Das kann weg. Das kann weg. Wobei ich gerade sehe, wir müssen uns vielleicht nochmal irgendwie ums Essenstechnische kümmern. Das Gold lassen wir hier. Die Korallenbrocken, warte mal, die brauchen wir, glaube ich, zur Essens, zum, ja, zum Wasservorrat herstellen. Das heißt, das nehmen wir nochmal mit. Das Salzvorkommen nehmen wir auch nochmal mit. Das brauchen wir, glaube ich, dafür auch, um Chlor herzustellen. Da können wir zweimal Chlor herstellen und damit sozusagen zweimal Wasser. Das ist in Ordnung. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Futtern. Ich glaube, das eine Tauchmesser können wir mal hier lassen, oder? So. Ansonsten, den Rest nehmen wir alles mit. Das ist in Ordnung soweit. So. Wo ist denn die Seemotte? So, da schwimmen wir nochmal zurück. Gehen nochmal kurz auf Nahrungsfang. Und wenn wir das dann haben, dann machen wir uns auf den Weg. So, erstmal gucken, wo ja, wo es hier was gibt. Gibt es keine Fische? Ach doch, dort unten. Ja, einer. Ein Blasenfisch. Kommt, den nehmen wir mit. So, den hätten wir schon mal. Ansonsten, wir brauchen aber noch mehr. Der reicht ja hier noch nicht. Guck mal, da sind noch welche. Den nehmen wir noch mit. Na, den nehmen wir noch mit. Guck mal, hier sind auch noch welche. Den nehmen wir noch mit. Den. Halt! Wo ist er? Da! Na! Junge! So, und den auch noch. So. Da schwimmen wir nochmal ganz kurz zurück zur Basis. Es wird eh gerade dunkel. Wo haben wir denn unsere Basis? Warte mal, da ist die. Da ist das Dingens. Wo ist denn unsere Basis? Ach, da. Ich hoffe, die Fische werden nicht so schnell schlecht jetzt. Jawohl, da sehe ich schon unsere Basis. Wunderbar. Gut.
Na denn. Wie gesagt, werden wir uns kurz noch was hinter die Kiemen schmeißen und dann machen wir uns, wie gesagt, auf dem Weg zu einer kleinen Erkundungstour. So. Ja, auch noch. Und ich glaube, Chlor werden wir dann auch noch gleich herstellen, dass wir dann noch ein bisschen Wasser produzieren können. Huch. Oh, unpowered, keine Energie mehr. Na gut, dann essen wir erstmal das, was wir haben. Gekochter, gekochter, gekochter und nochmal ein gekochter. Ah, haben wir alle Nee, da ist noch einer nicht gekocht. Okay, den können wir aber... Ja, wenn wir jetzt die Energie hätten, könnten wir den ja zu Dingen verarbeiten, zu Wasser. Oh je. Jetzt müssen wir hier echt warten. Können wir das nicht umgehen? Warte mal, wo ist denn unsere... Da. Dann schwimmen wir halt einfach so darüber. Da muss ja noch Energie drin sein. Ich weiß gar nicht, ob sich diese Energie hier nachfüllt. Werden wir gleich mal gucken, auf welchem Stand die ist. So, dann bitte hier rein. Und 100% Energie. Also die scheint sich auch nachzufüllen. So, dann lassen wir hier nochmal Wasser draus machen. Genau. Dann lassen wir nochmal Chlor herstellen. Und gleich noch eins. Und daraus machen wir gleich nochmal direkt... Oh. Hier passiert irgendwas. Wir schaukeln hin und her, kann das sein? Wurden wir gerade angegriffen? Habt ihr das gehört? Also, da kam ein Geräusch und dann hatte ich das Gefühl, dass wir angegriffen wurden. Keine Ahnung. Gefiltertes Wasser, das nehmen wir zu uns. Das nehmen wir auch nochmal zu uns. Und einmal Wasser stellen wir nochmal her. So. Dann haben wir auf jeden Fall einen Vorrat. Das müssen wir noch nicht gleich trinken. Können wir uns ja auch sparen. Und... Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Wasser an Bord. Und Nahrung wird ja hoffentlich eine Weile reichen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier gefährlich war. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Okay, wir schwimmen einmal wieder rüber. Ich habe das Gefühl, dass wir angegriffen wurden. Das fing halt auch auf einmal an zu schaukeln. Na gut. So, dann machen wir uns auf jeden Fall beim Sonnenaufgang, ist es ja schon wieder, auf den Weg und gehen mal ein bisschen auf Erkundungstour hier. So, die Frage ist, wo fliegen wir denn hin? Ich würde ja sagen, wir fliegen mal in die Richtung. So. Was ist da? Da ist einer tot. Ist das vielleicht einer der zwei, die wir getötet haben, dass der noch da liegt? Die Frage ist, was können wir denn dann mit dem machen? So, auf jeden Fall sind wir hier in dem Gebiet, wo wir damals das Silber gefunden haben. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir hier mal reinschauen. Gibt es denn eine Möglichkeit mit dem Teil hier nach oben? Huch, das ist nach unten, genau, und ich würde gerne nach oben. Warte mal, haben wir hier irgendwo eine Tastenbelegung? Wahrscheinlich ja nicht. Also C ist nach unten, ja, was ist denn dann nach oben? Das Leertaste ist nach oben. Ah, okay. Also wir können damit auch so fliegen. So. Na denn, schauen wir mal. Wo haben wir denn? Mal, ist hier was drin? Nee, sieht mir nicht danach aus. Lass mal weiter weggehen, dass wir vielleicht ein bisschen was sehen, aber ich sehe hier gerade relativ wenig. Aber wir sind ja halt hier auch schon lang getaucht. Wir müssen vielleicht einfach mal weiter erforschen. So, ich glaube, hier in dem Gebiet waren wir noch nicht so hundertprozentig. Guck mal, da ist auch was. Da steigen wir mal kurz aus. Wo ist es denn jetzt? Da. Da haben wir einmal Silbererz. Wunderbar. Das brauchen wir. Haben wir noch mehr?
Ich glaube, das ist nix. Guck mal, da ist noch was. Wo sind wir denn? Ja, das ist eigentlich nicht das, was ich meinte. Das nehmen wir auch mit. Wo ist es denn? Wohin gucken wir denn? Ach, da. Hm. So, hier müsste noch was sein. Das nehmen wir auch noch mit. Nochmal Silbererz, wunderbar. Ansonsten hier erstmal wieder rein. Alter, wie das hier aussieht. Hammer. So, guck mal, da ist noch was. Ich hoffe, hier gibt es keine feindlichen Fische. Jetzt habe ich schon vergessen, wo es ist. Lass noch mal gucken, lass mal auf Abstand gehen. Ich glaube, da. Ja, ich glaube, da ist es. So. Oh. Was machen die denn? Keine Ahnung. Dann haben wir hier. Das können wir auch noch mitnehmen. Wo ist unser Schiff? Da. So, zack, rein. Und... okay. Wir müssen aufpassen, wegen der Hülle. Ja, aber ein bisschen erkunden will ich ja hier noch. Können wir noch ein bisschen weiter nach unten gehen? Können wir. Was haben wir denn hier für ein Gebiet? Okay, da gibt es solche. Ich weiß nicht, ob die uns was tun. Die sehen auch interessant aus. Guck mal, da ist noch so ein Fragment. Da ist nochmal Salz. Ich steig hier mal aus. Ich hoffe, der tut mir nichts. So. Ne, der scheint mich in Ruhe zu lassen. Haben wir denn hier noch mehr? Guck mal, da ist nochmal Salz. Nett. Das Salz will ich gern. So. Und haben wir noch irgendwo was? Wenn wir jetzt hier einmal auf Tauchstation sind und der uns nichts tut dort. Guck mal, da ist auch noch ein bisschen was. Nochmal Salz. Ja, wir müssen zurück zum Dingens, zur Seemotte. So. Da lädt sich unser Sauerstoffvorrat wieder nach. Die steht ein bisschen schief, die Seemotte, habe ich das Gefühl. So. Haben wir denn hier noch irgendwo was Sinnvolles? Wir haben nur 77% Sauerstoff. Okay, da kommen wir in so eine Pilzgegend. Oder was auch immer das hier darstellen soll. Ja, ich denke mal Pilze. Na, da wollen wir jetzt mal nicht unbedingt hin. Ansonsten, ich halte jetzt hier noch Ausschau nach irgendwelchen schönen Dingen, die wir noch mitnehmen können. Dass sich das auch ein bisschen lohnt, weil bisher haben wir nur zweimal Silbererz und ein bisschen Salz. Aber das Salz brauchen wir ja nicht unbedingt. Also das kriegen wir ja auch vor Ort bei uns. Ja, dazu muss man nicht hier solche Touren machen. Guck mal, da ist, glaube ich, noch was drin. Wo guckst du hin? Darunter, genau. Ich glaube, hier ist noch sowas. Da haben wir nochmal Gold, okay. Haben wir hier noch mehr? Sehe ich hier noch irgendwo was? Können wir uns mal ein bisschen umschauen hier. Guck mal, hier ist nochmal so ein Fragment. Und da ist nochmal was, das nehmen wir nochmal mit. Silbererz, jawohl, ich glaube, das brauchen wir. Hier ist, glaube ich, auch nochmal was, oder? Nee, okay, sah so aus. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, wir sollen wieder zurück. So, wir gucken uns trotzdem nochmal weiter um hier. Nicht, dass wir noch irgendwo was übersehen haben. Ist da noch was? Ich weiß es nicht, ob das nur so aussieht. Nee, das sieht nur so aus. Das ist nichts. Aber da ist noch was. Guck mal hier. Nee, doch nicht. Sah so aus. Da könnte noch was sein. Nee, es sieht auch nur so aus. Ach Mensch, das versteckt sich aber auch gut hier. Ja, wir gehen mal wieder rein. Tanken mal Sauerstoff. Hm. Ist
auf jeden Fall sehr praktisch, diese Seemotte. Wir müssen halt nur darauf aufpassen, dass wir nicht, ja, irgendwann ohne Energie dastehen. Wir haben noch 71%, es geht noch. Mal, ist da noch was? Ja, ich glaube, da ist noch was. Guck mal, da steigen wir hier nochmal aus. Hier. Und ich glaube, da war noch was. Oder? War hier nicht noch was? Ja, ich glaube, da ist noch was. Dann haben wir nochmal Gold. Okay. Ja, ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gelohnt, dieser Ausflug hier. Guck mal, da hinten ist auch noch was. Ich glaube, da sind noch zwei. Kann das sein? Einmal hier. Und einmal... Wo ist es denn jetzt? Da. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, wo ist unser Schiff? Schnell wieder rein. So, haben wir hier noch irgendwo was? Wie gesagt, ist jetzt erstmal reine Rohstoffsammeltour hier. Guck mal, da ist noch was. So, nochmal Silbererz. Nochmal Salz. Können wir alles gebrauchen. Boah. Ist hier irgendwo was? Es klang gefährlich. Okay, aber ich sehe nichts. Na gut. Dann lass mal weiter gucken hier. Ich glaube, da ist noch was, oder? Ich weiß nicht, ob da was ist. Mal runtergehen. Da ist auf jeden Fall was. Guck mal da. Wo guckst du hin? Da. So, da haben wir nochmal Gold mitgenommen. Ansonsten... Ja, ich weiß nicht, ob hier was ist. Doch, ich glaube, hier ist was, oder? Nee. Okay. Hier auch nicht. Hätte ja sein können. Ich sehe hier sonst auch nichts weiter. Nee, hier sehe ich nichts. Okay, ist hier eigentlich irgendjemand? Nee. Okay, dann lassen wir hier noch kurz gucken. Ja, ich weiß, wir müssen zurück. Na gut, schwimmen wir erstmal zur Motte zurück. Können wir ein bisschen weiterfliegen erstmal wieder. Jawohl. So, in die Richtung. Guck mal, da ist noch was. Da ist noch was. Warten wir erstmal, bis der Sauerstoff voll ist. So, und dann bitte aussteigen und hier das nochmal mitnehmen. Da haben wir nochmal Silbererz. Was macht ihr denn? Oh, die werfen. Warte mal, da wirft mit irgendwas. Wo ist unsere Motte? Da. Okay, also die kleinen Viecher werfen mit irgendwas. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn wir dann getroffen werden. So, lass hier nochmal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas dabei ist. Aber sieht mir erstmal jetzt nicht danach aus. Ist hier noch irgendwas? Da, guck mal, da ist noch was. So, ich glaube hier so. Genau. Haben wir nochmal Silbererz. Ist hier auch noch was? Nee, das ist nur Sand. Okay. Ansonsten... Was haben wir denn hier? Grünen Edelstein besetzt. Okay. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir das erstmal auf Vorrat. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, wann wir das brauchen. Keine Ahnung. Aber haben wir noch nicht. Deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Und ansonsten... Ja, hier sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Okay, da können wir wieder zurück... Und erstmal einsteigen. Ja. Okay. Und hier ist auch nichts weiter, oder? Nee. Okay. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Guck mal, da ist noch was. Da werden wir mal nochmal kurz aussteigen.
So, da haben wir nochmal Silbererz. Ich glaube, wir haben uns hier gleich, ja, ordentlich eingedeckt mit Silbererz. Das ist sehr cool. Da haben wir nochmal Schrott. Okay, den müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Den gibt es auch bei uns. Hier haben wir aber nochmal sowas. Warte mal, lass mal aussteigen. Haben wir nochmal Silbererz. Wunderbar. Also, ich glaube, Silbererz werden wir nicht so schnell einen Mangel erleben. Aber da ist auch noch ein bisschen was. Da, genau. So, nochmal Silbererz. Na wunderbar. Also, was wir hier an Silbererz sammeln. Huch, das ist nochmal Kupfer. Oh, Kupfer brauchen wir auch ganz dringend sogar. Mal hier ist noch mehr. Alter, was wir hier alles finden. Halt. War. Ja. Nochmal Silber. Jetzt würde ich ja gern mal ein bisschen mehr Kupfer finden in dieser grünen Gegend hier. Aber ich bin mir nicht sicher, was es hier so gibt. Oh, da ist noch ein was. Da sind nochmal zwei Teile nebeneinander. Hier auch nochmal. Haben wir nochmal. Haben wir das jetzt aufgesammelt? Ich hoffe. Nee, haben wir nicht. Ich hau hier irgendwas vor allem. Ich traue dem Frieden nicht. Oh. Okay, die schleifen den Metallschrott mit sich. Die scheinen aber auch ein bisschen Respekt vor uns zu haben. Da sind vor allem ganz schön viele hier. Ich würde da gerne mal aussteigen und hier das Ding jetzt noch mitnehmen, aber ich traue mich gerade nicht so richtig. Ihr seht mich nicht, oder? So. Haben wir nochmal Silbererz. Ja, wir sind halt hier in diesen grünen Gefilden und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Heimat von denen. Guck mal, hier ist noch was. Oh, da sind nochmal zwei. Da würde ich auch nochmal kurz ran wollen. Wir probieren es einfach, komm. Unser Leben ist ja fast voll auch. So. Da ist die Motte. Und schnell wieder rein. Mal hier ist noch mehr. Haben wir überhaupt noch Platz im Inventar? Sehen wir das? Ein bisschen noch. Wir sind fast voll. Leute, wir sind fast voll. Wir waren fast leer vorher. Jetzt sehe ich es vor lauter Schreck nicht. Wo ist es denn? Lass nochmal reingehen. Ich sehe es gerade nicht. Ach, wir leuchten direkt drauf. Okay, warte mal. Das ist wahrscheinlich etwas überbeleuchtet. Nee. Hier. Das ist es. So, kriegen wir nochmal Silbererz. Wie viel Platz haben wir noch? Zwei. Okay. Dann können wir noch zwei Dinger mitnehmen. Bevor wir, ja, viel zu voll sind, um noch irgendetwas zu machen. Dann müssen wir uns auch langsam auf den Rückweg machen, denke ich mal. Aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr Kupfererz gefunden, ehrlich gesagt. Also ich bin mit der Ausbeute an Kupfer nicht zufrieden. Also Silber, ja, haben wir uns gesund gestoßen sozusagen. Aber Kupfer, da fehlt uns noch einiges. Da sind wieder solche Viecher. Ah, sieht schon cool aus hier, wenn man sich das mal so anschaut. Auch das mit diesen leuchtenden Früchten, denke ich mal, sind das. Gefällt mir. Da sehe ich, glaube ich, noch. Ist das? Ne, das ist nur Sand. Das ist nix. Uah. Uah. Der hat versucht, uns zu fressen. Okay. Aber scheint nicht viel Erfolg zu haben. Oder besser gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht so richtig geschmeckt haben. Ist nicht schlimm. Bin ich nicht traurig darüber. Ich bin keine Delikatesse. Hm. Ja. Ja. Tschüss. So. Ich hoffe, der folgt uns jetzt nicht. Na, da ist noch ein bisschen was. Lass nochmal hier aussteigen. Und haben wir nochmal Titan aufgenommen. Ich glaube, jetzt sind wir eh voll. Jetzt müssen wir zurückschwimmen. Aber wir sind ja schon fast da. Wunderbar.
Die Frage ist ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Lass mal das Schiffchen. Wo ist denn unser... Alter, ich sehe... Finde mich gerade hier nicht zurecht. Wo ist denn unsere Basis? Ich glaube in der Richtung. Oder? Doch, ich glaube hier irgendwo muss unsere Basis sein. Ich sehe sie noch nicht. Doch, da unten. So, dann lass erstmal dorthin gehen. So, dann parken wir das ganze Ding hier mal. Und dann gehen wir mal in unsere Basis rein. So. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich würde da gerne mal so einen Schrank bauen. Warte mal. Haben wir die Möglichkeit dazu? Module Schrank. Brauchen wir zweimal Titan? Wir haben nur einmal Titan, okay. Und einmal Glas. Okay, das Glas sollten wir herstellen können. Lass mal hier reingehen kurz. Glas. Brauchen wir dreimal Quarz. Was wir gerade nicht am Mann haben. Können wir sonst irgendwas umwandeln in irgendwelche Dinger, die wir brauchen? Einen Kabelsatz brauchen wir, glaube ich, auch für irgendwas, oder? Ich weiß noch nicht mehr wofür. Kupferdraht. Energiezelle. Dreimal Titan. Okay. Jetzt brauchen wir hier Silikon und Blasenfisch. Okay. Ich wollte einen Schrank jetzt herstellen eigentlich. Und für den Schrank brauche ich, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, zweimal Titan und einmal Glas. Okay, können wir beides gerade aktuell hier nicht herstellen. Das heißt, wir schwimmen mal kurz in unsere andere Basis rüber. Weil ich glaube, dort haben wir das, die Sachen gelagert. Und dann werden wir hier uns mal einen Schrank hinzimmern. Zweimal Titan und einmal Glas für den Schrank. Zweimal Titan und einmal Glas. Zweimal Titan und einmal Glas. Okay, sollten wir hinkriegen. So, dann lass mal hier einsteigen. So, nein, 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 nicht schon wieder verschieben. Vorrat öffnen, linke Maustaste. Jawohl. So, zweimal Titan und einmal Glas. Moment, wir haben zweimal Titan. Haben wir doch eigentlich hier schon. Also, wir können es nicht. Warte mal. Da tun wir das mal hier rüber versetzen. So. So. Und dann nehmen wir mit zweimal Titan. Müssten wir jetzt auch schon zwei haben. Und einmal Glas. So, und für einmal Glas brauchen wir, glaube ich, dreimal Quarz. So. Salzvorkommen, Quarz, genau, richtig. So, dann lass mal hier das herstellen, bitte. Glas, genau. So, da hätten wir einmal Glas. Dann können wir gleich drüben unser Schränkchen aufbauen und können wir die ganzen Sachen von hier hoffentlich mal nach drüben transferieren. Wir nehmen dazu aber hier schon mal so viel mit, wie wir mitnehmen können, zumindest. So. Und dann lass mal aussteigen. Und wo müssen wir hin? Da ist die Motte, okay. Ja, die Motte dient uns auch gut als Signalgeber. Wenn wir die halt direkt beim Lager parken, sehen wir halt auch direkt, wo unser Lager ist. Das ist natürlich auch ganz praktisch, aber diese Boje wollte ich dann auch noch bauen. Auf jeden Fall sind wir gleich da und dann bin ich gespannt auf die Sachen, die wir jetzt alle bauen können. Wir haben ja so viele Ressourcen eingesammelt. So, also wir können ja hier direkt, glaube ich, schon, oder? Genau. Einmal Schrank. Können wir den irgendwo hier an die Wand pappen? Sieht mir nicht so aus. Aber wir können den auf den Boden an die Wand pappen. Na, machen wir mal so. Und ich hoffe, da passt ein bisschen was rein. Ja, es geht. Okay. So, werden wir dann nach und nach befüllen gleich. Erstmal will ich hier nochmal die Fragmente reinhauen. Oh, die werden gar nicht verbraucht hier. Werkbankfragment. Was haben wir hier noch? Terraformfragment. Rumpfverstärkungsfragment. Okay, das heißt, diese Fragmente brauchen wir nicht. Oder, warte mal, doch, das brauchen wir. Aber das nicht. Terraformfragment haben wir wohl auch irgendwie schon. Und das Werkbankfragment haben wir auch schon irgendwie. Seemottenfragment, also die brauchen wir gar nicht nochmal sammeln. Die können wir dann nicht nochmal reinhauen. Hätte ich ja gedacht, aber geht wohl nicht. Dann lass die mal hier entsorgen. Irgendwo, wo wir sie nicht wiederfinden.
Ja, wir haben Hunger. Das weg, das weg, das weg. Werkbankfragment, Werkbankfragment. Okay, da sind wir die Fragmente erstmal los. Und den Rest bunkern wir jetzt hier erstmal, würde ich sagen. Geh mal rein. So, dann öffne mal den Schrank und dann tun wir mal das ganze Silbererz hier erstmal rüber bunkern. So. Ja, dauert jetzt ein bisschen. So. So. Alter, wie viel Silber wir gefunden haben. Wie viel passen in eine Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mal Silber. 13, 14 mal Silber haben wir. Das ist eine ganze Menge. Kupfererz haben wir auch. Ja, eine ganze Menge, würde ich sagen. Zwar nicht so viel wie Silber. 3, 6 mal Kupfererz haben wir. Das lassen wir auch also mal hier, dass wir, wie gesagt, unseren Schrank drüben in unserer Boje mal leer räumen können. So, und Gold haben wir auch eine ganze Menge gesammelt. Das ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Schrank dann setzen. So, das können wir auch noch hier lassen. Und das Wasser können wir dann gleich trinken eigentlich. Und wir brauchen dringend was zu essen. Das sollten wir wahrscheinlich als nächstes mal angehen. So, für Essen brauchen wir Fische. Na denn. Wo haben wir denn Fische? Guck mal, da ist noch einer. Ich habe das Gefühl, die werden halt auch weniger im Laufe der Zeit. So, einer. Also, dass die nicht respawnen. Habe ich so die Befürchtung. Lass den mal weglegen. Ne, die respawnen nicht, glaube ich. Wir werden immer mehr zu tun haben, hier das entsprechende Essen dann zu finden. So, die nehmen wir auch mit. Und guck mal, hier haben wir auch nochmal ein paar Fische. Und hier auch nochmal. Und guck mal, hier. Nein, hier. Na, Junge. So, zurück zur Basis. Haben wir erstmal ein bisschen was zu essen. Müssen wir uns schnell fertig machen. Ja. So, und ja, sobald wir unser Hunger gestillt haben, werden wir dann halt, wie gesagt, dann gleich gucken, dass wir dann noch im Idealfall ein paar schöne Dinge bauen können. Mit den ganzen Ressourcen, die wir jetzt hier gesammelt haben. Aber Hunger geht erstmal vor. Wir müssen erstmal frühstücken hier. So. Yep. Ja, yep, wir essen gleich was. Keine Sorge. Die Energie reicht hier vor allem nicht, habe ich das Gefühl. Wir brauchen mehr Energie. So. Das können wir schon mal essen. Gekochter Blasenfisch. Jawohl. So, ist alles schon gekocht, wunderbar. Auch wenn die Energie jetzt hier alle ist, aber wir haben erstmal alles soweit schon gekocht. Das können wir theoretisch auch noch trinken. Da sind wir erstmal von den Werten wieder ein bisschen besser dabei. Gut, wir wollten den Schrank hier noch füllen. Zum einen, lassen wir mal rausgehen und rüberschwimmen. Wo müssen wir denn hin? Da. Ach, guck mal, hier direkt vor der Nase haben wir auch nochmal so ein Teil hier. Titan. Na gut, nehmen wir mit. Was wir haben, das haben wir. Und ich überlege, ob wir die Möglichkeit haben, unsere Fluchtkapsel hier nochmal zu verschieben. Also ich weiß ja, dass die verschiebbar ist, aber ob wir das wollen, ist die andere Frage. Lass erstmal hier alles rausnehmen. So. Das nehmen wir alles mit. Mit dem Titan können wir dann vielleicht gleich nochmal in einen weiteren Schrank oder vielleicht sollten wir auch nochmal eine Energiezelle oder sowas herstellen. Ja, müssen wir mal gleich gucken dann. So, das nehmen wir erstmal alles mit. Das Fragment können wir dann gleich wegwerfen über dem Graben. Das brauchen wir nicht mehr. Das nehmen wir hier alles mit. Wobei das jetzt auch nicht so selten ist hier, was wir hier jetzt mitnehmen. Okay, Rumpfverstärkung haben wir jetzt erforscht. Wunderbar. So, das nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch noch mit und das vielleicht auch noch. So, dann ist das Ding nämlich schon mal leer hier. Und ja, ich würde sagen, wir müssen mal probieren. Dahin müssen wir es verschieben.
vielleicht ein bisschen dauern. Aber wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das irgendwie schaffen. So, wir probieren es einfach mal. Wir schieben mal. Kommen wir vom Fleck? Ja, wir kommen vom Fleck. Wunderbar. Halt. So. Da verschieben wir mal unsere Basis zurück auf die richtige Seite. Müssen halt nur gucken, dass wir hier in die richtige Richtung auch schieben. Aber da sind wir schon über dem Graben drüber. Na wunderbar. Halt. So. Und noch ein bisschen. Da haben wir es gleich. Und da auch nochmal ein bisschen Anschub. Und ich glaube, ja, da sehen wir doch schon unsere Basis. Guckt mal, da unten ist es schon. Wunderschön. Das müssen wir nochmal aufpassen, weil irgendwo steht hier unser Dingens. Genau. Aber ich glaube, das passt auch so, oder? Wir müssen ja ein bisschen näher können wir noch. Komm, ein bisschen machen wir noch. So, das müsste reichen. Da sind wir auf jeden Fall schon mal wieder auf der richtigen Seite hier. So, dann wollten wir hier das vielleicht noch mit einem Solarpanel erweitern. Lass mal gucken. Genau. Brauchen wir zwar nochmal 4 Titan dafür, aber dafür kriegen wir ein bisschen mehr Energie. Und dann geht uns die Energie nicht so schnell aus, glaube ich. Wenn wir dann irgendwas kräften da drin. So. Okay. Silbererz. Achso, nee. So rum. Das Salz verschieben wir mal noch drüber, das noch drüber und so weiter. Und dann die ganzen unwichtigen Sachen, die können wir hier auch nochmal mit einbunkern. So. Und da hätten wir gleich ein bisschen Ordnung geschaffen. Wir müssen wahrscheinlich dann noch über kurz oder lang noch einen zweiten Schrank bauen, dass wir einfach ein bisschen mehr Platz hier haben zum Horten der ganzen Sachen, die wir hier aufsammeln bei den Erkundungstouren. Tja. So. Der Schrank wäre zumindest schon mal voll. So, dann wollten wir noch wegschmeißen, was wir hier nicht mehr brauchen. Lass mal rüber schwimmen hier. So, ja, ich glaube hier, guck mal, da haben wir schon die anderen Sachen hingeworfen. Fragment, Seemottenfragment brauchen wir nicht. Kabelsatz behalten wir, okay. Ja, den Rest müssen wir alles behalten, das brauchen wir noch. So Leute, da haben wir aber erstmal eine Menge Vorbereitungen getroffen. Und ja, was wir dann mit diesen Vorbereitungen nächste Folge anstellen, das erfahrt ihr dann morgen. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Subnautica. Bis dahin, ciao, ciao.